Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße alle bei Kachelmann Wetter an diesem Sonntag. Ja, zunächst stehen uns mal doch einige stabile Tage bevor. Der Wochenbeginn, der wird vielerorts viel Sonnenschein bringen, trockenes und immer wärmeres Wetter. Aber wir blicken natürlich auch wie immer ein bisschen weiter heute und so in der zweiten Wochenhälfte, da macht sich wohl zunehmend schwülwarme bis schwülheiße Gewitterluft breit. Wird nicht ganz einfach werden, jetzt schon zu sagen, wo es genau krachen wird, wie heftig. Aber wir schauen wie immer natürlich auf die neuesten Wettermodelle drauf. Wir legen auch direkt los, weil ich heute doch relativ viel vorbereitet habe, auch bis in die Mittelfrist und bis Anfang Juli hinein. Deswegen schauen wir erstmal kurz auf den heutigen Tag nochmal, der insgesamt auch nach Norden, wo es heute jetzt erstmal noch sonnig ist vielerorts, bilden sich einige Quellwolken im Tagesverlauf. Nach Süden haben wir jetzt schon einige kompaktere Wolkenfelder. Es gibt im Süden vor allem mal den ein oder anderen Schauer noch, an den Alpen sind die Wolken zäher, aber auch im Norden ist so ganz vereinzelt, vor allem im Bereich der Mittelgebirge, ein kleiner Schauer nicht ausgeschlossen. Überwiegend bleibt es aber trocken, so meist bei 20 bis 24 Grad. In der kommenden Nacht wird es so sein, die Wolken werden von Nordwesten zunächst immer weniger werden, vielerorts klart der Himmel auf, auch nach Süden hin vermehrt Auflockerungen, trocken wird es bleiben und dann später so im Nordseeumfeld, so nördliches Niedersachsen, Schleswig-Holstein rein, suppt es teilweise ein durch Hochnebel und Nebel. Es ist hier eben diese typische nordwestliche Strömung von der Nordsee her mit feuchten Luftmassen. Deswegen hier dieses Einsuppen. Es wird relativ frisch werden. Teilweise die größeren Städte am Oberrhein so um die 15 Grad. Am kältesten wird es aber werden, vor allem so rund um Hamburg, Hamburger Umland, da auch in Niedersachsen, vor allem hier so Lüneburger Heide, teilweise durchaus einstellige Werte, 8, 9 Grad sind hier durchaus drin. Ja, wie geht es weiter dann? Erstmal schauen wir uns die Wetterlage an. So bis Dienstag wird sich ein Höhentief abspalten, eher so ein bisschen ja, über Südeuropa liegen. Wir gelangen weiter Teile Deutschlands erstmal unter Hochdruckeinfluss. Nur der Alpenraum, der äußerste Süden Deutschlands, der gelangt doch schnell wieder in feuchtere Luftmassen, sodass es hier dann einzelne Schauer und Gewitter geben kann. Aber zunächst mal der Montag, der doch vielerorts viel Sonnenschein bringen wird. Die Einschränkung ist vor allem im Bereich nördliches Niedersachsen. Wir hatten es gesehen, in der Nacht bildet sich hier teilweise dichter Nebel und Hochnebel, auch so in Schleswig-Holstein. Kann es eine zähere Geschichte werden, dass es hier dauert, bis es mal wirklich auflockert und die Sonne sich vermehrt durchsetzen wird. Sonst haben wir eigentlich relativ sonniges Sommerwetter. Teilweise ein paar Quellwolken, die dabei sind. Und es wird auch wärmer werden, so im Norden, im äußersten hohen Norden, noch knapp mit der 25-Grad-Marke. Ansonsten werden wir sie aber schon überschreiten. Ja, der Dienstag wird noch wärmer werden. Die Temperaturen steigen weiter an. Große Teile Deutschlands unter Hochdruckeinfluss und noch keine schwüle Luftmasse. Das heißt insgesamt dann eben dann doch noch relativ trockene Luftmassen mit einer östlichen Strömung, die wir haben. Nur so im äußersten Süden, vor allem so zwischen Südschwarzwald und Alpen, auch aus der Schweiz heraus, kann es späterer Nachmittag, Abend das ein oder andere kräftige Wärmegewitter geben, was sich hier bilden wird. Ja, die Temperaturen so 30er Potenzial, ich habe schon überlegt, vielleicht so Köln-Bonner Raum, Rhein-Main-Gebiet, Unterfranken, nicht ausgeschlossen, dass hier mal die ein oder andere Station vielleicht schon mal knapp an die 30 drankommt, ist aber auch egal, es wird sommerlich warm werden. Gut, dann schauen wir jetzt mal ein bisschen weiter, denn da wird es natürlich schon wieder verzwickter werden. Gewitter kommen auch immer mehr ins Spiel. Wenn wir uns nämlich mal den Mittwoch anschauen, da gehen die Wettermodelle schon auseinander. Ich will mal die Großwetterlage und die Höhenwetterkarte zeigen und bitte einfach jetzt mal vergleichen. Ich zeige das US-Wettermodell und das ECMWF-Wettermodell, wie unterschiedlich die Tröge bzw. Cut-Off-Tiefs, da wo ich das Tief eingezeichnet habe, wie unterschiedlich die gezeigt werden. Ich lasse es jetzt mal so ein bisschen mal laufen, sozusagen vergleichen. Die werden doch relativ unterschiedlich berechnet. Das ECMWF hat es dann doch etwas südlicher, diese Cut-Off-Tiefs und dieses Höhentief vor allem auch so im Bereich Norditalien. Deswegen geht es schon los. Was bedeutet das für uns? Die große Frage wird sein, wie weit kommt schwülere, feuchtere, gewitterträchtige Luft am Mittwoch schon von Süddeutschland weiter Richtung Landesmitte beziehungsweise weiter über Deutschland nach Norden Richtung Landesmitte voran. Das ist noch ein bisschen unterschiedlich und wenn wir uns mal anschauen, ich habe hier mal zwei Karten aus dem US-Wettermodell. Das sieht nämlich schon viel weiter am Mittwoch die Gewitterluft weit nach Norden vorankommen. Wir sehen hier schon diese enorm explosiven Cape-Werte. Das heißt, viel Gewitter
Winterenergie breitet sich schon weit nach Norden aus am Mittwoch. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, das ist die Karte der Windscherung, die relativ schwach ist. Das heißt, ein Antrieb, eine enorme Windscherung, wie wir jetzt auch bei den Superzellenlagen zuletzt hatten, die ist überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, wenn sich Gewitter bilden in dieser explosiven Luftmasse, wo zum einen vor allem als Antrieb die Mittelgebirge, die Berge herhalten müssen oder lokale Konvergenzen, wo der Wind mal zusammenströmt, das wird also eben auf die Fläche wahrscheinlich nicht allzu viel sein, dass wir mit einer überregionalen Schwergewitterlage es wahrscheinlich noch nicht zu tun haben. Denn wir sehen auch mal einfach das Icon-Wettermodell im Vergleich und dahin tendiert heute auch, wir hatten gesehen, das ECMWF, dieses Cut-Off über Norditalien viel südlicher drin, tendiert dahin, dass eher so Süddeutschland schon im Bereich dieser schwüleren, explosiveren Luftmasse kommt und das Icon-Modell relativ interessant, da doch ein bisschen erhöhte Windscherungen dann drin, speziell auch so über Baden-Württemberg. Also man sieht schon, im Detail sind da noch einige Unterschiede. Dennoch habe ich mich mal getraut, schon mal für den Mittwoch eine Karte zu machen. Wir sehen, die Temperaturen steigern sich weiter, insbesondere wohl in der Mitte und in der großen Nordhälfte, wo auch dann Potenzial besteht, dass wir die 30-Grad-Marke zumindest knapp erreichen oder leicht überschreiten. Insgesamt mit der Nähe zum Höhentief nach Süddeutschland im äußersten Süden wohl nicht ganz so warm. Das heißt, der Schwerpunkt der Wärme eher nach Norden, denn im Süden auch schwüler, mehr Wolken, Schauer und Gewitter, die sich bilden. Mit der großen Frage am Mittwoch, wie weit kommt diese Gewitterluft schon voran? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so nach Norden über den Bergen, das heißt so Erzgebirge, Thüringer Wald, eventuell sogar schon bis zum Harz, auch für einzelne Gewitter reichen wird. Wir müssen die nächsten Tage mal abwarten, tasten uns wie immer dann Schritt für Schritt an diese Gewitterlagen heran. Wie dem auch sei, schauen wir jetzt natürlich ein bisschen weiter, Donnerstag, Freitag. Man ahnt schon, es wird natürlich auch verzwickter werden, wo wir jetzt genau krachen, aber wir werden es wohl erstmal verbreitet mit ziemlich schwüler Luft zu tun haben. Wenn wir uns zwei Wettermodelle anschauen, dann sehen wir zum einen nach dem US-Wettermodell, habe ich jetzt mal herausgesucht, sehen wir, dass diese Energiewerte, diese explosiven Cape-Werte sich wohl weiter ausbreiten werden nach Norden. Diese Tendenz ist schon relativ klar in den Wettermodellen, dass schwülere, labilere, gewitteranfällige Luft weiter wohl nach Norden an Raum gewinnt. Wir sehen nochmal das Icon-Wettermodell und nochmal zu erwähnen, ich habe die Windscherung auch wieder eingeblendet, die relativ schwach ist. Das heißt eben, das bedeutet die Windscherung relativ schwach, dass wir es eben mit so einer schwülen Brühe zu tun haben, die dort liegt, windschwache Umgebung, windschwach auch bis in große Höhen. Das heißt, wenn sich Gewitter bilden, verlagern die sich kaum, bringen ortsfest eben oder nur bei langsamer Zuggeschwindigkeit sehr viel Regen oder auch Hagel an einem Ort. Das ist so ein bisschen die Tendenz. Das heißt, keine schnell ziehenden Superzellen oder so, das bringt diese Lage eher nicht. Und gleichzeitig ist bei solchen Lagen auch immer sehr schwierig, wenn es eben zündet, wo zündet es? Meistens müssen bei solchen Lagen eher die Berge herhalten, als Auslöse für die Gewitter. Das heißt, es bildet sich eher von den Mittelgebirgen, von den Alpen her und so weiter. Oder lokale Konvergenzen. Und wo diese lokalen Konvergenzen, sprich wo Wind mal zusammenströmt, beispielsweise aus östlichen Richtungen und südwestlichen Richtungen, wo diese genau liegen werden, das kann jetzt einfach noch kein Mensch sagen. Insgesamt also ausbreitende, schwülere Luft. Ich will dazu mal die Taupunkte zeigen aus zwei verschiedenen Wettermodellen. So ab 16 Grad Taupunkt empfinden es die meisten ja als schwül. Und 20 Grad Taupunkt, das ist bei uns schon wirklich richtig dicke, schwüle Luft. Ja, und wir sehen die beiden Wettermodelle, die gehen dann schon am Donnerstag Nachmittag, Abend in den Bereich, dass in vielen Teilen Deutschlands dann die Taupunkte bei 18 bis teilweise über 20 Grad liegen. Also richtig dicke Brühe, die da liegt. Richtig schwülwarme bis schwülheiße Luft. Schauen wir uns kurz zusammengefasst an, der erste vorsichtige Trend. Wahrscheinlich, ich muss es dazu erwähnen, dass der Donnerstag, ich habe lange überlegt, mache ich am Donnerstag auch schon das Unwettersymbol rein? Wo setze ich ein Gewittersymbol? Es ist ja immer ein bisschen Rätseln bei dieser Mittelfrist und bei diesen Karten, die dann eher für ein paar Tage hinausreichen. Es wird wohl insgesamt am Donnerstag eher nicht so sein, dass wir eine große überregionale Schwergewitterlage haben, aber weil die Luft explosiv ist, schwül ist, wo sich dann mal ein Gewitter bildet, kann es schnell unwetterartig ausfallen, vor allem durch Starkregen, aber auch durch Hagel. Es wird verbreitet schwülwarm bis heiß werden und dann am Freitag deutet sich an, insgesamt
warm, dass es so nochmal aufsteilt, die Strömung, wohl nochmal heißere Luft, vor allem so in die Osthälfte, in den Osten kommt. Und von Westen könnte uns dann eben auch eine Kaltfront erreichen, die dann vielleicht im Tagesverlauf sogar schon eine größere Gewitterlage in Deutschland bringt. Allerdings, wenn wir uns da einfach mal anschauen, ich will den Freitag auch mal, wir vergleichen ja immer hier gerne die verschiedenen Wettermodelle, sehen wir zum Beispiel nach dem US-Wettermodell, dass da schon die größte Hitze weiter nach Osten geschoben wird, nach Westen eher schwül warm, nicht mehr so warm bzw. heiß, und wir sehen, dass diese größten Energiewerte dann eher so ein bisschen so in der großen Osthälfte liegen. Und das ECMWF-Wettermodell, das tendiert so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber wir sehen an den Tageshöchstwerten, dass es sogar noch fast 30er dann bis in den Westen Deutschlands hat. Also das heißt, dieses erneute Aufsteilen an der Vorderseite eines Troges westlich von uns, da stellt sich zum einen die Frage, gelangt der Westen auch weiterhin nochmal in richtig schwülwarme, heiße Luftmassen? Und die große Frage wird sein, wie dynamisch wird schon die Gewitterlage? Sprich, kommt der Trog schon näher? Kommt auch vielleicht ein bisschen mehr Windscherung rein? Das ist die große Frage. Aber wir sehen schon, es ist wieder was im Busch bezüglich Gewitter und Unwetter. Die nächsten Tage und nächste Woche, Tag für Tag hier dann natürlich mehr dazu. Ja, dann schauen wir jetzt natürlich ein bisschen weiter so. Ich habe jetzt einfach mal noch ein paar Karten rausgesucht. Wir sehen logischerweise, wir brauchen jetzt nicht hier stundenlang über das Wochenende reden. Wie schnell wird die Hitze ausgeräumt? Wann, wo Gewitterlage? Man hat gesehen, Freitag, es ist was im Busch. Ich will dir dennoch jetzt mal was zeigen für Anfang Juli, ein paar Karten. Und zum einen interessant und brisant heute Morgen das US-Wettermodell. Das zeigt uns ein kräftiges Cut-off, einen kräftigen Trog, der übergreifen würde auf Mitteleuropa und dann wieder doch deutlich kühlere Luftmassen vom Atlantik vermischen würde mit richtig schwülwarmen Luftmassen genau über Deutschland. Ja, das wäre wieder eine Lage mit Starkregen, Hochwassergefahr. Das wäre wieder eine ziemlich brisante Wetterlage. Wir sehen aber, wie massiv, was auch nicht so besonders ist für diesen Zeitraum, die Modelle auseinandergehen. Das ECMWF-Wettermodell hat nämlich insgesamt eher dann doch mehr Hochdruckeinfluss, der sich auf dem Atlantik wieder breit machen würde, bis nach Skandinavien, Nordwesteuropa rauf. Und wir lägen so am Rande dann in ja nicht allzu kühlen Luftmassen, aber bei weitem auch nicht mehr richtig warmen oder heißen Luftmassen. Das heißt, für die Jahreszeit maximal durchschnittlich temperiert und insgesamt deutlich ruhiger als das US-Wettermodell. Wir sehen aber schon, es besteht weiterhin auch Potenzial nach dem US-Wettermodell zum Beispiel, dass sich solche Höhentiefs abspalten und es wieder zu markanten Wetterlagen mit Starkregen, Hochwassern und Gewittern kommt. Wie dem auch sei, ich habe noch zwei Mittelkarten rausgesucht. Das ist jetzt so mal der Trend für Anfang Juli, so etwa bis zum 5., 6. Juli. Ganz grob so Konstellation über Europa. Und was man in beiden Karten sieht, vom US-Wettermodell und auch vom europäischen, ist, dass beide erstmal rechnen, was auffällig ist, dass sich eher dieses Hitzehoch oder beziehungsweise der Hitzekeil weiter über Europa eher nach Osten Richtung Russland, Osteuropa zurückziehen würde. Und wir eher so ein bisschen ja in unbeständige trogige Strukturen gelangen. Ja, viele können das nicht mehr hören, Trog, Tief und so weiter, aber das ist nun mal das, was die Karten uns dann auch für Anfang Juli zeigen. Ein bisschen unterschiedlich beurteilt wird vor allem Hochdruck auf dem Atlantik hier. Wir sehen es hier dann am westlichen Kartenrand. Das europäische Wettermodell hat sogar eher ein bisschen stärker betont, ein kräftiges Hoch auf dem Atlantik, was auch eher wieder darauf hindeutet, bei uns auf keine Hitze, keine große Wärme, sondern eher eben westliche oder vielleicht sogar nordwestliche Strömung. Das wäre nach dem ECMWF-Wettermodell da zu sehen. Nun ja, so viel mal noch ein bisschen zu Spekulation zum Abschluss. Viel also in den nächsten Tagen zu berichten. Der Lars wird euch morgen wieder auf dem Laufenden halten. Schönen Sonntag von mir erstmal. Bis dann und ciao.